Das sind mehrere unvorhersehbare Zufälle aufeinander gefolgt. Hat sich super Hotels gebucht. Der muss gut recherchiert haben im Vorhinein. Biketracks hat schon den ein oder anderen Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns hier bei PowerUnity neue Erfolgsstories, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund unseres GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit also, sich genau mit diesen Menschen zu treffen. Auf geht's! Was ist die iBike-Box genau? Die iBike-Box ist ein Smart-Rental-System. Das heißt, wir stellen der Hotellerie, Gastronomie, Tourismus eine Holzbox zur Verfügung und die inkludiert 6 bis 10 Räder. Und der Hotellerie oder der Tourismusverband oder eben die Gastronomie hat die Möglichkeit, diese Bikes als Zusatzangebot in der Region anbieten zu können. Wie schützt ihr eure E-Bikes, die in der iBike-Box stehen? Zu Beginn haben wir ein GPS-Tracking-Tool gehabt von einem gewissen Hersteller, der uns die Räder beliefert. Mit denen waren wir nicht sehr zufrieden und sind dann auf PowerUnity gekommen und haben jetzt die letzten 2 Jahre die komplette Flotte mit PowerUnity ausgestattet und sind sehr zufrieden. Wir haben nämlich auch einen Vorfall schon gehabt. Sagen wir, es ist das Rad, hat sich verselbstständigt. Was ist bei diesem Vorfall passiert? Ja, der Dieb, der hat bei einem Hotel eingecheckt, hat sich ein Rad mit zuverliehen und ist von Hotelbetrieb zu Hotelbetrieb gefahren und hat sich jedes Mal ein Rad ausgeborgt und hat das Rad als mobiles Fortbewegungsmittel genutzt und weder die Verleihgebühr bezahlt noch das Hotel bezahlt. Und wie viele Bikes hat er sich ausgeliehen? Er hat sich ausgeliehen, 5 Bikes hat er sich ausgeliehen, ja. Und 5 Hotels? Genau. Und nie bezahlt? Ja. Wie hilfreich war der GPS-Tracker bei der Aufklärung des Diebstahls? Sehr hilfreich, weil der Standort wurde innerhalb von 5 Metern eingegrenzt und wir haben das Bike auch genau da gefunden dann. Sehr, sehr genaues GPS, ja. Einfach zum Nachvollziehen, dann haben wir das natürlich alles mit Nummern versehen und wir haben genau gewusst, die Nummer 178 war es, glaube ich, ist dann auf diesem lokalen Standort gewesen und genau das hat übereingestimmt. Was wäre passiert, wenn ihr keinen GPS-Tracker gehabt hättet? Schwierig, weil wir haben nämlich, bevor wir die PowerUnity GPS-Tracker verwendet haben, einen anderen Hersteller gehabt. Dort haben wir einen klassischen Diebstahl gehabt. Und das haben wir nicht so zeitnah nachvollziehen können, weil die Standby-Zeiten von den Trackern sehr groß waren und die sind dann weg gewesen. Also die haben wir nicht mehr angefunden. Was war das für ein Gefühl, den Diebstahl anhand des GPS-Trackers lösen zu können? Am Anfang, wie bei jedem Diebstahl, ist man mal gefasst und denkt sich natürlich, ja super, jetzt ist das Bike weg. Aber wenn man den Fall lösen kann mit Hilfe so eines Tools, ist es natürlich super, weil dann habe ich den Schaden in, sage ich mal, geringen Maßen noch eindämmen können. Setzt ihr auch in Zukunft weiterhin auf den GPS-Tracker von PowerUnity? Ja, also die Bestellung für dieses und für kommende Saisonen ist schon abgegeben, haben schon Teillieferungen erhalten und funktionieren wieder super. Also wir haben schon wieder, ich glaube, 70 oder 80 neue Tracker eingebaut und eingepflegt ins System.